Es war die Krönung einer erfolgreichen Saison. Nach ihrem Olympiasieg 2018 und dem Gesamtweltcupsieg 2019 ist Mariama Yamanka jetzt auch Weltmeisterin im Zweierbob. Im Ziel war die Enttäuschung zunächst jedoch riesig. Yamanka dachte, den WM-Titel im vierten Lauf verloren zu haben. Ich habe mich so geärgert. Ich habe aus der 16 raus wirklich gedacht, möglicherweise haben wir es jetzt wirklich doch nicht geschafft, dass wir dann halt trotzdem wirklich noch Weltmeister sind. Das muss ich jetzt, glaube ich, erstmal ein bisschen verarbeiten. Bist du wahnsinnig? Alles ist gut. Im vierten und letzten Lauf hatten es Yamanka und Co-Pilotin Drazek noch einmal richtig spannend gemacht. In Kurve 16 dieser Fehler und das Gefühl, alles ist aus. Doch ihr Vorsprung war mit mehr als einer Sekunde so groß, dass Platz 1 nicht in Gefahr war. Verdient gewonnen, wirklich. Bis auf den großen Fehler jetzt im Lauf 4 waren sie souverän. Den entscheidenden Grundstein zum Sieg legte Yamanka in Lauf 3. Die Berlinerin fuhr Bahnrekord und setzte die Titelverteidigerin Elena Myers-Taylor aus den USA gewaltig unter Druck. Die bis dahin Zweitplatzierte stürzte schwer. Auf der tückischen Olympiabahn von 2010 kippte der Bob im Hochgeschwindigkeitsbereich. Beide Pilotinnen, benommen, aber unverletzt. Der WM-Titel war futsch. Der WM-Sieg der Deutschen wurde jedoch sogar noch verschönert durch einen deutschen Doppelsieg. Pilotin Stefanie Schneider und Ann-Christine Strack gewannen Silber.